Herzlich willkommen zu Recent TV Live am 26. Januar 2015. Mein Name ist Alexander Benisch, und wir sind live für die nächsten 90 Minuten. Wir haben sehr viele Nachrichten, meine Damen und Herren, Davos, das große World Economic Forum findet gerade statt und sehr sehr bizarre Dinge die dort gerade passieren, Merkels Vorstoß, um die eurasische Freihandelszone wieder zu beleben und einiges einiges mehr. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu dem französischen Terror. Und äh, einigen weiteren Themen. Und äh, wir haben auch noch sehr vieles über die äh, aktuelle Situation mit Griechenland und dem Euro. Also, äh, die große Geldbazooka wird ausgepackt und äh, auf einmal heißt es dann, das Loch, in das wir so viel Geld rein versenkt haben, nämlich Griechenland. Ähm, wir können damit auch ohne in der Eurozone leben. Und äh, jetzt hatten die dort quasi ihre kleine kommunistische Revolution dort mit Herrn De Tsipras, dem großen Russlandfreund. Und das Ganze wird natürlich ein. Äh, ganz, ganz gewaltiger, äh, ganz, ganz gewaltiger äh, Auffreunde den Kulissen sein. Wir werden sehen, wie sich das Ganze dann äh, wie das wie sichtbar das Ganze sein wird für die Normalsterblichen unter uns. Also praktisch alle unterhalb von dem startchef Level. Was hatten wir noch, äh, da, um Ihnen hier kurz einen Abriss zu geben für die heutige, über die heutige Sendung. Äh, Quasi also eine Art Inhaltsangabe. Wir haben noch ähm, einiges, ja, wie gesagt, einiges mehr. Äh, womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem Euro. Fangen wir an mit äh, Syriza und so weiter und so fort. Und wir haben hier eine Story aus dem äh, Business Insider. Äh, die Webseite ist jetzt ähm, relativ aktuell. Putin infiltriert die europäische Politik mit einer schockierenden Effektivität. Von Jeremy Bender, eine Story aus dem Dezember. Und zwar hat man hier einen Chart von dem Center for European Strategic Intelligence. Russlands wachsender Einfluss in sechs verschiedenen Ländern der Europäischen, äh, der europäischen Union. Wobei man be beachten muss, dass das hier wirklich nur ein Bruchteil darstellt von den, äh, den Einflüssen, die Moskau hat. Also wir sehen hier dann praktisch die UK Independence Party, die... Ja, jetzt noch nicht so deutlich gesagt hat, wir wollen uns an Moskau ketten, wir wollen uns an Moskau ketten, sondern die UKIP betrachtet sich immer noch als eine, ja, eine Partei der Unabhängigkeit, der Nation und so weiter und British History, etc. etc. Dann haben wir die Front National und die Front National ist ja ein klassischer Vertreter der neuen Rechten, das heißt, sie sind eingebunden, in diesen großen Eurasien-Plan, also dieses Monster-Mega-Weltreich zu schaffen. Hier von äh, Lissabon bis hinten äh, nach Vladivostok, also Russland und Europa zusammen. Ganz, ganz gruselig. Ähm, die Front National hat sehr viele vernünftige Positionen über Einwanderung und so weiter und ähm, Geldpolitik, nationale Souveränität. Aber wenn es halt zum Thema Russland kommt, da schüttelt es einen, meine Damen und Herren. Dann haben wir die NPD, die jetzt auch so auf diesen Zug aufgesprungen ist. Die NPD ist natürlich wieder ein Kapitel für sich selbst. Äh, Sie können sich natürlich vorstellen, die NPD hat keine großen... Auswirkungen auf die deutsche Politik. Dann haben wir noch Jobbik, das ist in Ungarn. Dann haben wir äh, Golden Dawn in Griechenland, also äh, hier wird es natürlich dann schon richtig gruselig. Und dann Attack in Bulgarien, also das sind ähm, teilweise sehr kleine Parteien, teilweise sehr verschobene Parteien, allerdings können die natürlich auch mit dem entsprechenden äh, Geld dahinter und mit der entsprechenden Rückendeckung relativ schnell wachsen. Äh, gerade die Eurasier. Also diese kompletten Irren, die dann gesagt haben, ja, Atomkrieg ist in Ordnung und äh, lasst uns das Armageddon herbeiführen mit einem Atomkampf und äh, wird sich schon in unserem, zu unseren Gunsten entwickeln. Also diese Irren waren vor, ja, so zehn Jahren eine völlige Randbewegung. Inzwischen sind sie so, ja, fast mit die dominierende Denkrichtung in dem russisch-eurasischen Raum. Äh, wie gesagt, die NPD keine große... Keine große Bedeutung hier in Deutschland, allerdings die Front National 25% abgeräumt bei den Wahlen, die UKIP, auch sehr, äh, sehr wichtig, allerdings denke ich, hier ist der russische Einfluss wesentlich geringer. Und man darf auch nicht vergessen, was sonst noch läuft, also die ganze Spionage, die Leute, die dann auch in, Russland sit äh, in Deutschland sitzen, die eigentlich für die Russen arbeiten, äh, dann gibt es dann diverse Business-Figuren. Äh, Gibt es dann diverse Oligarchen, die hier sehr aktiv sind im europäischen Raum. Diverse Banken, gerade in Österreich und so weiter, dann in Italien. Da ist jetzt im Moment überhaupt nichts angezeigt in dieser Karte. Hier auch völliges <laughs> eigentlich ein unentschuldbares äh, Übersehen. Denn vergessen wir nicht, äh, Silvio Berlusconi, der alte Pate, ähm, ist ähm, ja, ein guter Freund von Wladimir Putin und da gibt es sehr viele Business verbindungen die italienische kommunistische partei war im ganzen kalten krieg sehr sehr stark. also italien war das hotbed des äh, Eurokommunismus und auch heute noch sehr viele ties, sehr viele verbindungen zu russland. Äh, frankreich auch die, die einflussreichsten faschisten in frankreich. Sehr, also leute im militär und so weiter, leute mit richtig, äh, richtig format dahinter, mit richtig äh, einfluss dahinter. Äh, viele von diesen franzosen sind auch auf diesem Eurasien-Trip arbeiten wir mit den Russen zusammen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt zu Front National zählen. Äh, Spanien, Portugal ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber wie gesagt, das sind hier so die, ja, äh, die Sachen, die sich auf dieser Grafik nicht finden. Und ähm, das ist praktisch hier der. Äh, ein ganz interessanter Artikel, allerdings finden Sie natürlich dann diverse äh, nähere Informationen natürlich auf Recenter.com. Hier eine Story aus dem Guardian. Äh, man äh, spricht hier wieder von einem nuklearen Wettrüsten, also da wird es dann äh, wieder so richtig, äh, so richtig extrem. Äh, die USA und Russland rutschen wieder in, eine nukleare, äh, in einen äh, nuklearen Konkurrenzkampf hinein. Und äh, die Russen sagen: Hey, wir haben hier neue Sachen entworfen, also neue Raketen entworfen. Die Amerikaner sagen, dann entwerfen wir eben auch neue Sachen. Äh, vor kurzem gucke ich wieder in Russia Today mal rein, den englischsprachigen Sender. Über Astra, also das russisch -eng russische englischsprachige Programm. Und, äh, und da berichten sie dann über ja, Proteste in England gegen die Trident-Systeme, also die quasi das britische Nuklearwaffenarsenal. Also ich meine, das ist so transparent, da. Ähm, dass das, das äh, funktioniert wirklich nur bei Leuten, die gar keine Bildung haben oder so so ja ähm, zehntelgebildete gebildete Leute aus dem Internet, wo dann Leute tatsächlich dann demonstrieren gegen britische Atomwaffen, während Russland modsmäßig Atomwaffen erneuert und baut. Und dann hatten sie noch so einen Rapper, der dann irgendwie so so Sprache, so, so Sprachpoesie da bringt, von wegen, ja, warum gibt man das Geld für die Trident-Raketen aus und nicht für Bildung und Blümchen und Blumen und so. Um, ja, also wie gesagt, das ist dann so die, das Niveau in den russischen Medien und hier fällt man dann die Einzelheiten und zwar ist das russische Nuklearwaffenarsenal, ja, ein Buch mit sieben Siegeln, also es gibt da ein sehr vieles, was darauf hindeutet, dass einfach sehr viel verpasst wurde nach 1991, das heißt, das ähm, Militärbudget fiel um 96 Prozent, Russland hat sich, kapu sich kaputt gerüstet und nun geht man in die nächste Phase rein eines äh, Wettrüstens, allerdings kann Russland dieses Wettrüsten nicht gewinnen, weil es ist ein Numbers-Game Wer mehr Wirtschaftskraft hat, wer mehr Geld hat und wer eine lebendigere Wirtschaft hat, der wird dieses Wettrüsten gewinnen. Und äh, was haben wir in den letzten Wochen wieder gehört aus den Medien? Oh, Amerika ist der, das stärkste Land, die stärkste Wirtschaft jetzt äh, nach dieser Wirtschaftskrise. Okay, erinnern Sie sich vor Monaten, wie ich gesagt habe, hey, das Establishment kann sehr wohl äh, völlige Armut erzeugen in Europa, in, in Nordamerika, wenn das denn gewünscht ist. Man könnte aber auch die Wirtschaft wieder anfeuern und die Establishment-Leute verzichten dann wieder auf Schulden und pumpen dann wieder Geld, was sie von uns gestohlen haben, in die Wirtschaft und schon zieht so die westliche Lokomotive wieder davon und produziert mehr Reichtum und mehr Technik, damit man quasi dann an den Russen und Chinesen vorbeiziehen kann und diese Leute rüstungstechnisch abhängt. Also verstehen Sie, meine Damen und Herren, wie verzahnt die verschiedenen Bereiche sind. Wir reden hier also heute in der heutigen Sendung über die Wirtschaft, äh, insbesondere in der EU, beziehungsweise im Westen, die Ostwirtschaft. Äh, Angela Merkel brachte wieder einen eurasischen Wirtschaftsraum in, ins Gespräch, also quasi ein Freihandelsabkommen mit Russland, äh, das sollte dann parallel laufen zu dem TTIP-Abkommen mit Amerikanern. Also verschiedene Möglichkeiten, die hier, äh, die hier existieren. Aber denken Sie daran, die Russen können sich das nicht leisten, die Wirtschaft ist überhaupt nicht in der Lage dazu dieses Wettrüsten zu machen. Die Chinesen sind dazu besser in der Lage, aber auch nicht wirklich äh, äh, mittelfristig und langfristig, sondern nur kurzfristig. Denn sobald wir eben diese ja, Revolution erleben mit äh, 3D-Druckern und äh, neuen anderen Produktionsverfahren, man braucht die Chinesen nicht mehr. Das heißt, man braucht nicht mehr diese äh, Konzentrationslager, in denen Leute dann irgendwelche Sachen zusammenlöten. Oder man braucht nicht irgendwelche äh, anderen Fabriken die dann iPhones zusammenkleben und ähnliches, sondern äh, das Ganze kann dann im Westen produziert werden, die Chinesen verlieren ihre Produktionsbasis und dürfen dann ja mit einer stark geschwächten Wirtschaft versuchen, mit den Amerikanern mitzuhalten, beziehungsweise mit der gesamten NATO mitzuhalten. Also, selbst wenn wir jetzt eine äh, Entspannung sehen, politisch und militärisch, und wenn es dann äh, quasi wieder in die Richtung geht, eurasische Freihandelsunion und so weiter. Die russische Wirtschaft erholt sich etc. pp. Äh, selbst das würde keine Entspannung bedeuten, automatisch. Selbst das würde nicht bedeuten, dass, äh, dass äh, es äh, nicht zu einem äh, militärischen Konflikt kommt, sondern es äh, kann einfach bedeuten, die Russen versuchen, ihren besten Zeitpunkt zu finden, versuchen halt möglichst viel ge äh, Geldreserven zu haben, Ressourcenreserven zu haben und natürlich auch dann Geldreserven, um einfach dann ja, rüsten zu können, um dann im bestimmten Moment zuzuschlagen. Also, ähm, man macht sich hier Sorgen um die Club K Cruise Missile. Ähm, das äh, Produkt wird verkauft von den Russen, also eine äh, verdeckte Waffe und so weiter. Man äh, kann das in einen normalen Frachtcontainer reinpacken, das Ganze irgendwo hinschicken und niemand äh, sieht da irgendwie, dass da Waffen transportiert werden. Und ähm, ja, und diese ganzen neuen... Nuklearraketen, die die Russen da entwickeln, und so weiter und so fort. Dann haben wir den, äh, den, äh, ja, den Abfall von Griechenland, äh, von der Europäischen Union. Äh, Sie haben sicherlich gehört, äh, das, äh, kommunistische, das kommunistische Bündnis dort äh, hat sich hier, äh, hat hier einen Wahlsieg, keinen kompletten Wahlsieg, jetzt tut man sich mit einer der rechten Parteien zusammen, die natürlich dann wahrscheinlich eher zu dem Eurasiatum tendieren, also zu diesen ähm, auf dieser Schiene sich befinden. Und dann haben wir dieses Gesicht hier, Alexis Tsipras, relativ junger Kerl, ist äh, seit heute griechischer Ministerpräsident. Also war eine linken organisiert in der damals geeinten kommunistischen Jugend äh, Synapsis. Synaspismos war damals eine Allianz der Kommunistischen Partei Griechenlands und der griechischen Linken. Also, die er sei in der reformierten Linken gewesen, nicht in der alten, backenen Kommunistenblock-Linken. Was aber nicht viel heißen muss. Und so weiter. Stadtrat hat er sich dann hochgearbeitet und schließlich ist er jetzt der Mann der Stunde. Der Mann lehnt Krawatten ab und hat zwei Kinder, bla bla bla. Ähm. Interessant in diesem Zusammenhang ist diese. ist diese Partei. Also, wir hatten dann die kommunistische. oder beziehungsweise fangen wir an mit äh, Syriza. Ja? Das ist kein Reichsgericht, nein. Synaspismos Rizos Pastikis Alisteras. Okay? Das ist ein Bündnis, das ist entstanden aus. Ähm, neun, insgesamt neun linken Parteien und Organisationen, unter denen die Partei Synapsismus die größte war. Also Vereinigte Linke. Synapsismus ist gewesen, also entstand 1992, hatte Ihren Ursprung 1989 in dem Wahlbündnis der griechischen Linken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam es zu innerparteilichen Auseinandersetzungen, die letztlich zur Abspaltung der marxistisch-leninistischen kommunistischen Partei Griechenlands führte, während die Reformkräfte in Synaspismos verblieben. Okay, also die Hammer und Sichel-Kommunisten, die alten Fürze, so diese völlig abgefeierten äh, äh, Sowjets, die gehen dann woanders hin. Und die sogenannten Reformkräfte bilden dann eine neue Gruppe namens Synaspismus. Mhm. Ja, das haben, wir das, das haben wir dann gesehen im gesamten Ostblock, wo dann quasi KGB-Agenten rechtzeitig, und zwar schon Mitte der 80er und Anfang der 80er Jahre, in Position gebracht wurden, als sogenannte Reformer. Und man hat die dann so ein paar Jährchen aufgebaut und nach dem schon Mitte der 80er Jahre verhandelten. Sturz, sogenannten Sturz der Sowjetunion. Dann hat man diese, diese aufgebauten Agenten, diese aufgebauten Reformer, diese Fake-Opposition hat man dann quasi in Position gebracht und haben dann gesagt, oh nein, wir wollen einen Kommunismus oder Sozialismus und menschlichem Antlitz und das, was wir eigentlich ursprünglich haben wollten in der Sowjetunion und das werden wir jetzt bringen, ja, und schon kann man uns wieder wählen. Also, sehr viel KGB-Infiltration, sehr viel äh, Einfluss, also das muss nicht, diese, diese Schaukämpfe, die da inszeniert werden, zwischen Alt-Sowjets Alt und den äh, sozialistischen Reformern, das ist alles Theater, okay? In den wichtigen Positionen. Natürlich gibt es auch Leute, die dann zu äh, so den nützlichen Idioten sind und dann mitziehen. Okay, also, von den Sowjets zu Sünden... Das Pismos hinzu zu äh, dem Syriza-Bündnis. Und am Ursprung hatten wir das hier: Die Hammer- und Sichel-Partei. Die KKE. Äh, wie auch immer man das äh, ausspricht im Griechischen. Kommunistische Partei Griechenlands. Äh, kommunistiko, Komma eladas, äh, äh, whatever. Also diese, verstand, diese Partei verstand sich als revolutionär, strebt also den Sturz bzw. die völlige Abschaffung des, der kapitalistischen Gesellschaftsordnung da an, bzw. die Abschaffung jeglicher Freiheit an. Lehnt die EU, die NATO ab, bla bla bla, das übliche. Wir versprechen einen Mindestlohn von 1300 Euro, bezahlen muss die Show dann irgendjemand anders natürlich. Das sehen wir jetzt auch. Also Tsipras versprach dann alles Blaue vom Himmel. Ich werde die Schulden... Äh, nicht zurückzahlen. Ich werde die ganzen Verträge zerreißen und die können mich alle am Arsch lecken. Und, ähm, und ich werde dann die Geschenke und Geld herunterregnen lassen auf die Leute dann. Also wir werden sehen, was davon letztendlich übrig bleibt, von diesen Versprechungen, nämlich vermutlich fast nichts. Äh, weil das kommt, wie gesagt, Griechenland ist pleite, trotz all der Gelder, die die anderen europäischen Länder damit reingesteckt haben. Trotzdem versprechen die Kommunisten hier, wir beschenken die Leute. Okay, also die Kommunistische Partei Griechenlands, völlige Umsturzpartei, hat dann auch gekämpft. Also richtig äh, im Bürgerkrieg und äh, das war dann natürlich da sehr, sehr hässlich. Also die haben dann mit, mit Waffen und Raketenwerfern und Handgranaten gekämpft. Und dann äh, versagte auf einmal die Sowjetunion unter Stalin versagte den griechischen äh, Kommunisten die Hilfe. Also man hat dann äh, nicht mehr weiter äh, Unterstützung geliefert. In einem Geheimabkommen über die Einflusssphären auf dem Balkan am Rande der Konferenz von Yalta 1945 hatten Churchill und Stalin ein Einflussverhältnis von 90% West zu 10% Ost für Griechenland vereinbart. Dies wurde von vielen griechischen Kommunisten als Verrat empfunden, da man lediglich ein Bauernopfer Stalins gewesen sei. Äh, meine Damen und Herren, das ist bei den Linken so üblich, der gegenseitige Verrat. Die royalistische Gegenwehr, also die andere Seite von dem Krieg, wo, Bürgerkrieg, wurde vor allem von den Regierungen in Großbritannien und den USA unterstützt. Also, da hocken dann Churchill, Stalin und, äh, wer war noch, äh, Roosevelt, glaube ich, hocken dann zusammen und sagen dann: Okay, wir gehen die einzelnen Länder durch, machen einen Deal mit jedem, über jedes Land. Und äh, bei Griechenland hieß es dann eben, ähm, zu so 90% hat der Westen dann Einfluss hier in Griechenland und 10% lassen wir den Osten. Also die dürfen da immer noch ein bisschen linke Partei haben und spionieren und so. Und äh, das ist dann nicht wie in manchen Ländern, wo dann jeder Kommunist äh, verfolgt und auf den Baum aufgehängt wurde. Dann, äh, Also äußerste Härte im Bürgerkrieg, unter anderem mit Napalm geführt, äh, wurden die kommunistischen Kampfverbände, die vom Guerillakrieg zum offenen Frontenkrieg übergegangen waren, nach längeren Kämpfen zum Rückzug nach Nordwesten gedrängt, weil ab 1947 die bedeutende logistische Unterstützung durch das sozialistische, sowjetische Jugoslawien wegfiel, äh, da äh, Tito den moskaufreundlichen äh, Kurs gegenüber der kommunistischen Partei Griechenlands nicht mehr in seinem Interesse sah, konnten die Verluste auch nicht mehr ausgeglichen werden. Die griechische Regierung entführte ab 1947 Kinder von Eltern, die mutmaßlich in der Guerilla aktiv waren, und steckte sie in Indoktrinierungslager auf der Gefängnisinsel Leros. Also diese kurze historische Abstecher zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, was passiert, wenn ja, West bzw. wenn Westeliten oder Osteliten die Macht bekommen, beziehungsweise wenn sie dann diesen Konflikt untereinander ausnutzen. Mord und Totschlag, meine Damen und Herren, okay? Äh, sie wollen weder von westlichen Eliten dominiert werden, noch von östlichen Eliten dominiert werden, meine Damen und Herren, weil sowas passiert dann. Also da wird mit Napan gekämpft, da werden Kinder entführt, okay? Äh und dann. Gab es zum Waffenstillstand und so weiter und so fort. Die linke Befreiungsarmee, da wurden über 50.000 Sympathisanten aus dem Land vertrieben, suchten Zuflucht in den Ländern des Ostblocks. Und erst nach dem Sturz der Militärdiktatur 74 wurde den Vertriebenen wieder Einreise nach Griechenland gewährt. Okay. Das hier zum, zum Hintergrund. Und hier haben wir dann eine Story aus, also eine griechische Story. Hier geht es dann um Angebote, die da gemacht werden. Und zwar heißt es hier, Putin bietet hier Tsipras in Griechenland einen Deal an. Wir werden euer Schild sein, euer Schutzschild sein. Also wir reden hier von Business, wir reden hier von militärischer Hilfe, wir reden hier von allem Möglichen. Wir reden über eine mögliche Aufnahme Griechenlands in die Eurasische Union. Auch die gibt es schon. Griechenland ist inzwischen hart umkämpft. Das Problem ist, die Russen sind auch Pleite. Die Russen haben natürlich ein strategisches Interesse auf mehreren Ebenen. Und zwar wollen sie dann Griechenland, würden sie Griechenland gerne aufbauen als Gegengewicht zu ähm, zu der Türkei, weil die Türkei ist ja stark muslimisch. Die äh, stark muslimisch und die Türkei ist ein NATO-Land mit einer sehr großen NATO-Armee, glaube ich die zweitgrößte. Und äh, Russland will da ein Gegengewicht haben. Das kann auch bedeuten, dass dann äh, praktisch die neuesten Waffen geliefert werden an den äh, Kommunistenführer Tsipras äh, in Griechenland und dass dann äh, eventuell ja, unmarkierte grüne Männchen, also russische Soldaten oder Spezialeinheiten dann in Griechenland auftauchen und ähm, das Land militärischer Vordermann bringen, dann werden dann Grenz-, Grenzvorfälle inszeniert mit der Türkei und es gibt dann Scharmützel und die Türkei ist dann gezwungen, quasi dann äh, Kapazitäten an die Grenze zu verlagern und dann gibt das äh, äh, Isis wieder Luft und blablabla. Bla bla. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die, die sie. Und keine davon ist gut. <laughs> keine davon ist wirklich gut. Also ich bin für ein ein freies, äh, ein freies äh, Griechenland, ein Kapitalistisches Griechenland, aber auch eine Republik, ja, und äh, äh, das, was im Moment passiert ist, wirklich ein absoluter Albtraum. Also, das, was vorher passiert ist, war ein Albtraum, nämlich Griechenland wurde in die Eurozone aufgenommen, in die Europäische Union und alle anderen durften dafür zahlen. Jetzt bewegt es sich in eine andere Richtung, die auch schlimm ist und ähm, äh, Sie finden hier die Story auf äh, Hellas, Hellas Force und so weiter. Das ist eine ziemlich äh, lausige Übersetzung, aber wie dem auch sei. Keiner bei uns spricht Griechisch Wir versuchen hier unser Bestes Auf dem neuesten Stand zu bleiben Hier haben wir äh, Hier haben wir Informationen Über Zip, die Haltung von tsipras Also unter anderem Hieß es dann hier Alexis tsipras trifft Und das Ganze ist vom vergangenen Mai tsipras trifft den russischen Vize- Minister für Auslandsangelegenheiten und so weiter. Dieses tiefgehende Treffen äh, sei außergewöhnlich subst also substanziell gewesen. Also was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Also, das war ja im vergangenen Mai, also lange vor dem Wahlsieg. Tsipras ging da. Nach Moskau zwei Tage lang mit einer ganzen Delegation von Syriza, also quasi die Überbleibsel des Sowjetkommunismus in Griechenland, die gehen dann nach Moskau. Mhm. Sprachen hier über griechisch-russische Kooperation, ja jada, jada, jada Bilaterale Kooperation. Da gab es dann auch. Ähm man wollte hier Einfluss nehmen, auch in Bezug auf die Ukraine. Der russische Vizeminister für Auslandsangelegenheiten, Titov, traf sich auch äh, neben Tsipras noch mit äh, Gregor Gysi von der linken Partei in Deutschland. Okay. Also, und dann hatten wir folgende Meldung aus der TASS, also die russische Nachrichtenagentur. Griechenland sollte äh, sich äh, nicht länger beteiligen an den Sanktionen gegen Russland. Äh, das Ganze ist eine Meldung vom letzten August, glaube ich, hier. Also, auch bevor der Mann Staatschef wurde von Griechenland, sagte er hier: Nein, keine Sanktionen gegen Russland. Die Russen dürfen machen, was sie wollen in der Ukraine und die Russen dürfen machen, was sie wollen. Äh, egal wo. Und. Ähm, Und Tsipras machte halt hier eben Wind. Es ist eine Katastrophe für die griechischen Interessen, dass man hier sich an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Ich meine, was exportiert Griechenland sowieso überhaupt großartig? Und man kann sich dann vorstellen, quasi, dass es in den nächsten Wochen, dass da sehr hart umkämpfte Deals stattfinden werden. Also da kommt dann Gazprom und. Rosneft und sagen dann, wir geben der neuen griechischen Regierung einen super Sonderfreundschaftsrabatt, mhm, äh, und außerdem werden dann Verhandlungen aufgenommen für eine also für ein Freihandelsabkommen, beziehungsweise eine mögliche Aufnahme Griechenlands in die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft, okay, also, äh, da kommt dann das kalte Grausen und, ähm, ja, wenn das, Hand, das, das Land erstmal in der Hand Russlands ist, dann äh, gibt es natürlich dann ja, wieder mehr Potenzial für Krieg und mehr Potenzial für ganz, ganz üble Geschichten. Äh, mehr Potenzial für Bürgerkrieg, wo dann, was ich wieder, Napalm eingesetzt wird oder Kinder entführt werden. Und es gibt dann einen Guerillakrieg und einen offenen Frontenkrieg. Also, das, das wollen wir uns alle gar nicht so deutlich vorstellen. Also, wir bleiben natürlich an dem Fall Griechenland dran. Das heißt nicht, dass wir große Fans der Europäischen Union sind. Äh, ganz im Gegenteil. Die Europäische Union vor wenigen Jahren sprach noch davon, dass man hier, ja, gemeinsame Sache macht mit den Russen, also eine, eine Eurasische Superunion bildet, okay? Und diese Idee ist immer noch da und die Idee wird jetzt wieder aufgegriffen von der Kanzlerin und... Äh, wo ist meine Meldung hier? Wo ist meine Meldung hier? Und zwar... Äh, hier geht es um den Euro, dazu kommen wir gleich auch noch. Syriza und die Rechtspopulisten bilden eine Koalition. Und hier haben wir noch. Das war hier: Merkel-Freihandel mit Russland. Also, die kandis bunzlerin sprach dann quasi in Davos. Also, wo normalerweise, wenn jemand vor die Kamera tritt, wenn jemand vors Mikro tritt, dann gibt es nur PR-Blabla. Das sagt ja irgendwie so ein Insider über, über, über Davos. Also in Davos ist es PR-Blabla, bei Bilderberg werden die richtigen Sachen ausgesprochen. Hier sind wir aber bei Davos. Und die Kanzlerin, das sehen Sie gleich hier hinter mir: die Merkel, Merkel lockt Russland mit Handel. Angebot im Ukraine-Konflikt. Von Vladivostok bis Lida Lissabon, das könnte nach den Worten von Angela Merkel der neue Wirtschaftsraum aus EU und Eurasischer Union sein. Hallo? Wirtschaftsminister Gabriel ging in Davos sogar noch einen Schritt weiter, doch es gibt Bedingungen. Also, ja, die, die Russen müssen sich dann gerade zurückziehen aus der Ukraine und so. Ähm, die Russen reagierten öffentlich erstmal mit Schweigen. Hinter den Kulissen wird da sicherlich mehr verhandelt. Äh, denn solche wichtigen Sachen werden normalerweise nicht offen ausgebreitet. Also, da sind sich alle Beobachter einig, sagen dann, das ist völlig ungewöhnlich. Die K äh, Bundeskanzlerin äh, sagte, es wäre wünschenswert, auf der Basis des Minsker Abkommens erst einmal eine gewisse Stabilität herzustellen, dann in einem größeren Rahmen zwischen der Europäischen Union und der Eurasischen Union zu überlegen, welche Kooperationsmöglichkeiten haben wir in einem Wirtschaftsraum der ja selbst von Präsident Putin benannt wurde, von Vladivostok bis Lissabon zu kooperieren. Ja, äh, die Süddeutsche Zeitung vor wenigen Jahren druckte noch Putins Plädoyer ab für diesen Wirtschaftsraum. Der, der letzte oder vorletzte deutsche äh, Bundespräsident sprach von dieser Wirtschaftszone. Wichtige deutsche Politiker sprachen davon, also der letzte EU-Guru äh, Van Rompuy sprach von dieser russischen äh, kooperation, integration. also das war so der große plan, eigentlich. bis vor äh, nicht allzu lange. und jetzt redet man wieder darüber. Äh, und dann sagte die kanzlerin, das muss ja unser ziel sein. ach ja, eine <laughs> freihandelszone was natürlich ein, ja, ein vertreter Begriff ist. Also es geht dann hier um äh, gemeinsame Gesetzeswerke und Einflüsse und Lobbyismus und so weiter. Ganz, ganz heftige Geschichte, äh, die da dahinter steckt und dann, ja, dann wird das so ein bisschen wie eine Super-EU werden. Alles ist durchreguliert, man kann, man kann nicht mehr furzen, ohne dass man äh, 10.000 Seiten an Gesetzen befolgt und äh, die Duschköpfe sind reguliert und die Schnürsenkel sind reguliert. Das muss unser Ziel sein, Kanzlerin sagte, ich hoffe, dass sich da Möglichkeiten ergeben. Darunter würde sich dann vielleicht auch das Thema der Assoziierungsschwierigkeiten zwischen der EU und der Ukraine lösen lassen. Und ich will ausdrücklich sagen, dazu sind wir bereit. Aber die Voraussetzung ist, dass wir erst einmal einen Waffenstillstand haben, dass wir eine Rückgewinnung der Kontrolle für die Ukraine an der russisch-ukrainischen Grenze bekommen. Und dieser Prozess muss jetzt endlich eingeleitet werden. Es hat schon zu viele Menschenleben gekostet. Angela Merkel in Davos. Okay, ähm, was genau meint sie damit? Ähm, die Russen sollen raus aus der Ukraine. Und dann, so das Versprechen, würde man an einem gemeinsamen Wirtschaftsraum arbeiten. Haha. Können Sie sich vorstellen, meine Damen und Herren, was passiert, wenn irgendjemand aus diesem Irrsinn aussteigen möchte. Wenn irgendein Land sagt, nö, mag ich nicht. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel geht einen Schritt weiter. Er nennt den Davos ausdrücklich TTIP da als Vorbild. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen Europa und USA. Als nächstes könnte Europa mit Russland über den Freihandel reden. Für was? <laughs> A. Die Russen haben kein Geld, äh, leihen sich von uns Geld, damit sie unsere Waren kaufen. B. Äh, wir brauchen kein Russengas kaufen, kein russisches Öl kaufen, das kriegen wir woanders auch billig. Äh, also, was, was wollen wir groß von den Russen kaufen? Beziehungsweise, warum sollen wir denen die ganze Technologie verkaufen, wo wir bessere Absatzmärkte haben und äh, die Russen mit dem Zeug eh bloß. Äh, Rüsten. Bundesregierung will Russland einen Ausweg anbieten. Ja. Und hier geht es noch weiter. Das laute Schweigen der Russen. Hier auf Tagesschau.de über Merkels Handelsangebot. Das Angebot Merkels oder der Vorstoß von Merkel hat Aufsehen erregt, außer beim Adressaten. Beim Wirtschaftsforum in Davos ignorierte die russische Delegation den Vorstoß geflissentlich. Natürlich ignorierte sie den Vorstoß, weil man so einen großen Vorstoß, äh, weitreichenden Vorstoß, nicht in Davos macht. Sowas ist hinter den Kulissen, Geheimabkommen wie damals in Yalta, wo dann äh, sich Stalin mit den anderen einigt und sagt mit Churchill und den Amerikanern und sagt, okay, äh, Griechenland geht an euch, dafür bekommen wir Polen äh, und so weiter. Furchtbar. Putin will, wird keine Vorbedingungen akzeptieren, schon gar nicht, wenn Zugeständnisse den Eindruck erwecken könnten, die Sanktionen hätten den Kreml zum Einlenken gebracht. Da könnte ja bei Putin Schwäche herausgelesen werden. Ja, und wenn Leute halt nur feststellen, wie, wie schwach die russische Elite dann äh, tatsächlich ist, also das ganze System basiert nur auf Schwindel und Propaganda und Gewalt und Lügen. Äh, ja, deswegen muss Putin als der starke Mann auftauchen, auftreten und kann da nicht zurückweichen, weil das ist alles, was er hat, dieser Nimbus, dieser Mythos. Ja? Und und dann ähm, dann sehen wir diese ähm, diese Zwickmühle, wenn Putin jetzt also die Unterstützung quasi, was er eh schon macht, zurückfährt für die Separatisten in der Ukraine oder die Terroristen in der Ukraine, wenn Putin den Support zurückfährt, wie einst Stalin den Support zurückgefahren hat für die griechischen Kommunisten, dann werden die Kommunisten natürlich stinke sauer und ähm, ja, und suchen nach Mitteln, um Druck zu machen und äh, zurückzuschlagen. Und äh, anscheinend ist das äh, ist sowas Ähnliches schon passiert. Also einige von den Kommandeuren in der Ostukraine, also von den pro-russischen oder eigentlich pro-russischen Kommandeuren, sagen schon, nö, wir sind jetzt unabhängig und äh, wir, wir, wir hassen Russland, weil sie so wenig Unterstützung geschickt haben und weil sie nicht schon längst uns geholfen haben, irgendwie das halbe Land zu erobern. Äh, und äh, inzwischen gibt es auch einen äh, Kommandeur, dessen Karriere abrupt endete, der dann sagt, ein wichtiger Alliierter Putins stecke hinter dem Paris-Terror, das ist im Moment natürlich auch bloß Spekulation, dazu aber gleich mehr. Ähm Wie gesagt, solche, solche Geschichten... Äh, solche Geschichten schreiben nur das Leben, meine Damen und Herren. Und äh, ich äh, kann Ihnen nur wärmstens empfehlen, meine Damen und Herren, dass Sie, äh, dass Sie Ihre Schäfchen ins Trockene bringen, finanziell, dass Sie ja, auf äh, schwierige Zeiten vorbereitet sind. Äh, und äh, wir können dabei helfen im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Also, Sie sehen das ja weltweit gerade. Dass einfach äh, ja, die Wirtschaft kollabiert. Das ist also nicht unbedingt das Übernacht-Doomsday-Szenario, dass über Nacht alles zusammenkracht, sondern sie sehen einfach den langsamen, aber steten Verfall. In äh, Venezuela, einer der wichtigsten Partner der Russen. Da stehen die Leute wieder Schlange, um überhaupt irgendwas, irgendwelche Nahrungsmittel kaufen zu können. Äh, Klopapier ist Schmuggelware inzwischen, völlig begehrte Mangelware und so weiter. Da bricht alles zusammen, weil der Ölpreis auch so niedrig ist. In Griechenland so viele Hunderttausende Eltern können ihre Kinder nicht mehr ernähren äh, und so weiter und so fort. Das Rote Kreuz kommt auch nicht mehr hinterher. Das ist so übel, meine Damen und Herren. Also das kann, ja, das kann eigentlich überall passieren, dass dann einfach diverse Branchen, diverse Firmen pleite gehen. Man verliert seinen Job, man äh, hat hier eventuell Monate an Trockenphase zu überwinden, bis man dann irgendwie auch wieder auf die Beine kommt und so weiter. Und da ist es eben wichtig, dass sie Edelmetalle haben. Da ist es eben wichtig, dass sie... Nicht äh, völlig von der Rolle fallen bei einem Währungswechsel. Äh, also wenn die Griechen jetzt sagen, oh, wir führen wieder irgendeine Drachme ein. Und die wird dann realistisch bewertet. Ich meine, klar, wenn, wenn das richtige Profis machen würden, eine eigene Währung wieder in Griechenland einzuführen. Wenn man das stetig macht, wenn man das überlegt macht. Natürlich wird die Währung dann erstmal richtig abgewertet werden. Und das wird eine harte Phase. Aber da könnte ein Land sich wieder draus. draus äh, könne sich aus diesem tiefen Tal wieder hervorarbeiten. Nur wenn solche kommunistischen Hanswurste mit, mit Moskau-Deckung eine neue Währung einführen, dann wird die in den Boden fallen und die wird dann immer noch weiter fallen. Das heißt, da hat man keine Sicherheit in, im Job, in der persönlichen äh, Situation, äh, dein Besitz, irgendwelche Häuserkredite und so weiter. Also, meine Empfehlung an alle ist, äh, und ich folge auch meinen eigenen Empfehlungen, das heißt, ich, äh, ich tue dasselbe. Äh, ich sorge dafür, dass ich nicht dass ich und meine Familie nicht verwundbar sind. Ich sorge dafür, dass man äh, Trockenphasen überwinden kann, auch wenn äh, äh, diese Monate anhalten oder vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre anhalten. Das heißt, wir haben Reserven, wir haben Nahrungsmittel, wir haben Edelmetalle und so weiter. Also schauen Sie rein, shop.recenter.com, shop.recenter.com. Wir haben äh, Ausrüstung, Kleidung, Lebensmittelvorrat, Gesundheitsartikel, Bücher, Dokufilme. Und unser Recent Abo in High Definition. Sie sehen die Sendung live als Aufzeichnung in HD, in Full HD sogar. Können die Sendungen auch mit einem Klick bequem runterladen, können die sich dann äh, können die Sendungen dann sammeln. Haben jetzt, glaube ich, auch unseren, äh, unseren Speicherplatz da erhöht. Das heißt, äh, Sie können dann Wochen und Wochen und Wochen und Wochen zurückgehen und sich immer noch die Sendungen runterladen. Für Ihre persönliche. Sammlungen können diese auch offline angucken und so weiter und so fort. Sie sind nicht mehr angewiesen auf YouTube. Was ist, wenn der Strom ausfällt oder was ist, wenn äh, das Internet äh, ausfällt oder was auch immer? Dann äh, äh, sitzen Sie nicht auf dem Trockenen. Also schauen Sie rein. Wir haben sehr viele neue Sachen und äh, wir haben auch ähm, im Moment gerade Aktionsartikel. Das heißt, ein Haufen Versandrückläufer mit voller Garantie. Also Sie finden hier im Januar jetzt einige Sachen stark vergünstigt. Schauen Sie auch rein auf recenter.com. Und zwar heißt es hier Super Sale im Januar, Jacken, äh, Rucksäcke und Schuhe und 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 Sie finden auch hier in der Rubrik Shop finden hier noch äh, weitere von diesen Aktionen. Können ja auf die Kategorie klicken und sehen das Ganze dann. Fein, säuberlich, chronologisch aufgelistet. Da können Sie natürlich dann schauen, hey, ich will mir diese Jacke schnappen mit einem dicken Rabatt oder diese Hose oder diesen Rucksack, wie auch immer. Schauen Sie einfach rein unter recenter.com und shop.recenter.com. Ihr Support, Ihre Spenden, Ihre Einkäufe machen diese Sendung hier möglich. Es gibt, ja, kaum eine Stimme in den alternativen oder unabhängigen Medien. Nennen wir es lieber unabhängige Medien kaum eine Stimme, die tatsächlich unabhängig ist. Das liegt unter anderem daran, dass es einfach ein sehr, 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 sehr hartes Geschäft ist, Nachrichten zu machen. Es ist hauptsächlich ein Verlustgeschäft, man muss es quer finanzieren. Und man muss hier sehr viel Energie und auch Geld reinstecken, damit man überhaupt hier tatsächlich vernünftige Medien produzieren kann. Und ähm, bei einzelnen Fällen tatsächlich in die Tiefe gehen kann und äh, auch teilweise sogar vor Ort berichten kann. Vor Ort Reportagen sind natürlich dann das. Teuerste von allen. Sie können uns heute Abend auch schreiben an die üblichen eingeblendeten Adressen. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info at recenter.eu. Recenter die Adresse für E-Mails ist info at .eu. Sie können uns auch an Skype schreiben: infokrieg-hq. Infokrieg-hq für Skype. wir ähm, einen Blick auf die Zuschriften. Hier schreibt uns jemand: Hi Alex, ja Griechenland, was ist deine Meinung? Wird sich durch die Wahl was, wird die Wahl was ändern? Wird Griechenland oder Cyprus wirklich genug Rückgrat haben, um sich gegen einige Sachen querstellen zu können? Meine Meinung nicht. Und hier heißt es noch ein Skype. Ja, genau. Wenn es sich das, wenn es sich das Ganze zuspitzt, sehe ich eher Bürgerkrieg in Griechenland als einen Blockwechsel. Beziehungsweise der, der Blockwechselversuch wird von einem Bürgerkrieg in Griechenland begleitet, denn das Land aufgrund seiner Geschichte ist sehr wohlfähig zum Bürgerkrieg und die, Laute, die Leute sind gespalten wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, die, Politi, die politische, äh, politischen Spaltungen, also gibt es dann die Rechten, die Neurechten, die dann sagen: Wir bauen, wir ba wir, äh, bauen hier eine Armee auf, eine, äh, eine Guerilla auf und da werden dann Leute ausgebildet, also griechische Terroristen ausgebildet irgendwo in Russland in diesen eurasischen Sommerlagern. Und dann kämpfen wir, wenn es äh, heiß hergeht, um die Kontrolle in Griechenland. Also da gibt es den Eurasier-Block. Dann gibt es den Kommunisten-Block, der ja auch von Russland äh, stark äh, beeinflusst wird. Äh, es gibt dann so, so einen Split zwischen den Euro-Kommunisten und den, den Russen-Kommunisten. Also das wird, ja, das kann sehr, sehr übel sein. Natürlich dann gibt es dann die ganzen Armutsbetroffenen, die dann einfach sagen, äh, ja. <laughs> Wir, wir verhungern sonst, wir müssen kämpfen, ansonsten verhungern unsere Kinder. Ganz, 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 ganz übel. Und Sie können sich vorstellen, was eine einzige Flugzeugladung von Kalaschnikows anrichten kann in einer solchen Situation. Äh, und ähm dann könnte es ja Aktionen geben, wie zum Beispiel, dass die eu europäischen EU-Eingreiftruppen, also die Eurogen4, beziehungsweise diese neue Gruppe, die sie da irgendwie machen wollen, diese, schnellen, äh, diese schnelle Response Force oder was auch immer, die dann in, in Europa eingesetzt werden soll, diese Speerspitze, dass die dann irgendwie sich einmischt irgendwo in einem Konflikt wie in Griechenland. Also gruselig rauf und runter. Hier fragt jemand in Skype, habe einen Vortrag von dir bei der AZK gesehen, hältst du auch heute noch Vorträge? Ähm, eigentlich nicht, weil das Ganze immer äh, ja, drei, vier Tage Arbeit sind. Und normalerweise, ja, wenn man Vorträge hält, entweder macht man das, äh, es sei denn, man ist irgendwie... Äh, Akif Pirinci oder so ähnlich. Also man hält das dann meistens immer umsonst oder man kriegt vielleicht dann so eine, so eine äh, geringe Vergütung oder Fahrtkosten oder irgend sowas. Aber das, 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 das rechnet sich nicht. Das ist einfach nicht wirklich machbar häufiger, dass man dann äh, quasi, ja einen Vortrag vorbereitet und dann packt und dann irgendwo hinfährt, irgendwo stundenlang hinfährt und sich dann irgendwo einquartiert oder dann den Vortrag hält, und dann wieder heimfährt und so weiter und auspackt. Das ist schwierig. Wir, wir sind einfach so beschäftigt hier. Wir haben hier alles unter einem Dach. Deswegen sind wir so effektiv, trotz unseres geringen Budgets. Und wir müssen niemanden um irgendwas fragen, sondern wir können einfach unseren Shop betreiben, wir können unsere Sendung machen, wir können äh, die Medien machen und äh, Vorträge ist einfach, ja, ich, wie gesagt, ich halte gerne Vorträge, also ich äh, äh, habe da keine Aversion dagegen, ganz im Gegenteil, aber es, wie gesagt, es ergibt sich einfach äh, nicht und äh, das ist einfach schwierig. Denn äh, wenn man diesen, ja, wenn man nicht rechnen kann, wenn man nicht diesen kaufmännischen Aspekt irgendwie äh, hinbekommt, dann kann man es auch vergessen, irgendwie Medien zu machen. Das äh, ist völlig, völlig daneben. Hier fragt jemand: Was sagst du zum Wahlerfolg der Kommunisten in Griechenland? Da bin ich jetzt schon drauf eingegangen und hier gibt es noch. Äh, hier gibt es noch jemand, der schreibt uns zu. Wir haben uns jemand zu diesem äh, Gray State film wo ja der, der Macher äh, tot aufgefunden wurde. Das haben wir in der letzten Sendung gehabt. Also die Polizei und der Medi die medizinische Untersuchung hätte ergeben ein Murder-Suicide. Dieser Dokumentarfilm, oder dieser, dieser Filmemacher, irgendwie amerikanischer Kriegsveteran, hätte sein Kind, seine Frauen an sich selbst erschossen. Und der Typ wollte also diesen großen Kinofilm machen oder diesen großen Featurefilm machen mit Schauspielern und Special Effects und so weiter. Das Ganze, der Plan ist schon seit Jahren da und es gibt bislang nur einen Trailer, der einfach Investoren anlocken soll. Und hier sagt jemand: Ja, es geht hier um Grey State The Rise. Also, David Crowley hat ja irgendwie doch versucht, einen, einen Doku-Film zu machen. Oder hat ihn sogar fertiggestellt. Uh, Grace State by Consent or Conquest. Also, einen Doku-Film zu machen, ist immer günstiger als so einen Feature-Film. Das ist einfach so und es ist auch leichter, irgendwie einen Mann zu bringen. Um, wie gesagt, es kann sich um Foulplay handeln, es kann sich um einen Mord handeln. Uh, allerdings, wie gesagt, dazu braucht es, um das zu belegen, braucht es Beweise. Da braucht es richtige Medien, die dorthin gehen und rumschnüffeln und sich umhören. Das können keine... Leute leisten, die da einfach so ein bisschen kurz was lesen und dann irgendwie sagen, ja, das war doch ganz bestimmt ein, eine Verschwörung dahinter oder ähnliches. Wie gesagt, so einfach ist das nicht. Also hier. Wie gesagt, Leute interessieren sich natürlich dann für die Situation. Für die Situation in Griechenland. Und wir werden das sicherlich noch beobachten. Hier ist eine Meldung aus der Welt online, die Haftungsgemeinschaft in Europa beginnt. Also das, was eigentlich illegal ist, das, was nicht sein darf. Mit ihrem Online-Kaufprogramm verwischt die EZB die Grenzen der Schuldenhaftung. Und doch hat sie sich für das kleinere Übel entschieden. Also schreibt hier stellvertretende Ressolla der Wirtschaft. Also ganz, ganz. Treu wird hier gesagt, das äh, ist das kleinere Übel, wir müssen äh, das akzeptieren. Allerdings, sie sehen es hier in diesem Meinungsbarometer, was hier dann immer gerne äh, immer gerne gepostet wird. Da können Leser also ihre ihre Meinung quasi kundtun. Hier, also absolute Ballung, absolute Bündelung bei der Haltung Staatsanleihenkauf ist absolut falsch. Die Leute wollen es nicht. Der endgültige Abschied von der Illusion, man könnte die Stabilitätskriterien der Bundesbank und der D-Mark in das Eurozeitalter hinüberretten. Anfang eines beispiellosen monetären Experiments in der Währungsunion. Oh. Wir hatten eine Währung, die nicht kompletter Unfug war, nämlich die D-Mark, und wir stürzen uns in ein Experiment. Hier wird experimentiert mit unserem Geld, mit unserer Währung, mit unserem, äh, mit unserem Ersparten, mit unserem, mit unserem Besitz, hier wird mit unserem Leben experimentiert. Okay. Also Haftungsgemeinschaft. Okay, also ich als deutscher Staatsbürger hafte für äh, äh, für jemanden in Griechenland. Okay. Erfolgsaussichten dieser Maßnahme sind ungewiss. So ähnlich wie das Quantitative Easing der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Holy Shit. Die Notenbank ist unter Handlungsdruck geraten, weil Europas Wirtschaft einfach nicht auf die Beine kommt. Dafür ist nicht die EZB, sondern die Politik verantwortlich. Mhm. Sie haben es versäumt, für den nötigen Reformdruck in allen EU-Staaten zu sorgen. Also die Argumentation ist, äh, die Politik hat nicht genug Macht, um alles vorzuschreiben. Äh. wegducken geht jetzt nicht mehr liefern müssen jetzt Bundeskanzlerin Angela Merkel europäische Amtskollegen oh ja mehr Kontrolle über alles mehr Bevormundung mehr Planwirtschaft das wird uns retten vor äh, einem Scheitern dieses Experiments ja das uns noch komplett um die Ohren fliegen will okay ja ähm, yeah, ähm. ich gehe raus aus Lebensversicherungen ich gehe raus aus dem Papiermarkt ich gehe raus aus äh, allem äh, ich bin äh, ja im Zweifelsfall dann äh, ja, ich, ich, ich bin da nicht quasi greifbar. Da können sie dann noch so sehr sagen, ja, ich, ich hafte jetzt für irgendeinen Griechen oder irgendjemanden in Spanien oder irgendjemanden auf dem Mond oder für grüne Männchen auf dem Mars. Sorry. Ratingagentur warnt Griechenland vor Herabstufung. Okay. Äh, selbstverständlich sind diese Ratingagenturen... Ähm, und wie soll ich es formulieren? Ja, sehr stark in die Kritik geraten. Also da wird dann der Vorwurf ist natürlich dann, dass das Ganze politisch motiviert ist, Überprüfung der Bonität soll vorgezogen werden. Im Prinzip weiß jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, dass Griechenland total pleite ist. Und die, die Märkte, also die Eurozone hat Griechenland abgeschrieben, also da geht die Reise jetzt hin. Äh, ich bin ja nicht eingeloggt, ich habe ja nicht ein Abo. Schande auf mein Haupt. Ähm also, sie sehen die Story dann hier auf äh, Welt Online. Das heißt, dann alles geht nach unten. Äh, keiner fürchtet mehr den Brexit. Also die Europäische Union und der Euro positionieren sich jetzt so, dass sie sagen können: Okay, soll sich Griechenland abspalten, sollen sie gehen, hingehen, wo der Pfeffer wächst? Äh, und ähm. Das wird dann wahrscheinlich dann das, das Exempel sein, das statuiert wird. Das Negativbeispiel. Wir werden alle wahrscheinlich zusehen können, wie Griechenland in der völligen, also im völligen Elend versinkt. Also wahrscheinlich wird es dann so zugehen, so ein bisschen auf dem Land wie in Äthiopien, wo die Kinder dann verhungern. Und, und das ist dann so quasi dann wie früher im Mittelalter, derjenige, der dann der Sündenbock, der dann gefoltert wird auf dem Marktplatz. Und alle schauen zu. Ja? Und die europäische Politik und die EZB wird sagen, schaut her, das passiert, wenn ihr aus dem Euro rausgeht. Das passiert, wenn ihr euch äh, Draghi widersetzt und so weiter. Äh, ihr werdet alle sterben. Und eventuell wird dann Griechenland sich in den Ostblock einfügen und äh, dann kriegen wir wahrscheinlich dann sowieso keine vernünftigen Nachrichten mehr aus dem Land. Äh, wenn, die, wenn die Russen da Kontrolle haben in Griechenland, dann wird es natürlich dann heißen, alles prima hier. Hier gibt es nichts Negatives zu sehen. Also so wie es dann quasi in Russland auch gemacht wird. Äh, dass dann ja, alles, äh, alles, was irgendwie kontrovers ist, dass es unter den Teppich gekehrt wird. Also da wird in den Kulissen gerade gekämpft. Also da werden Drohungen ausgestoßen. Und äh, Tsipras hat hier natürlich dann freudige Gesprächspartner mit Russland. Allerdings ist Russland ja auch pleite. Also wie wollen die da groß? Einen, einen Wandel herbeiführen. Aber natürlich, die Russen können sagen, hey, äh, Rosneft und äh, Gazprom geben euch einen super Freundschaftsrabatt, äh, äh, extra Rabatt, äh, Deluxe, und äh, dann äh, könnt ihr euren Haushalt sanieren und äh, irgendwo bringen wir schon Geld her. Also das sind die Optionen von Alexis Tsipras, dem äh, kommunistischen Revoluzer hier in Griechenland. Gruselig ohne Ende. Ja, hier haben wir die Story aus auf, äh, Story beim Kopfverlag. Und zwar geht es hier um Venezuela. Also, das ist ein Land, das sich an Russland gekettet hat. Und jetzt ist alles völlig im Arsch. Das passiert, wenn man sich an die Russen anschmiegt. Also, hier sogar mit einem schicken äh, YouTube-Video noch. Leute demonstrieren und demonstrieren und wissen nicht, was wo oben und unten ist. Bloomberg berichtet, Käufer stürmen Lebensmittelläden in der Hauptstadt Caracas, weil das Angebot an Lebensmitteln und anderen Waren immer knapper wird. Regierung ließ daraufhin die Lebensmittelverteilung von Soldaten kontrollieren. Holy shit. Es herrscht ein Mangel an allem Waschpulver, Toilettenpapier. Die Leute tragen schmutzige Wäsche. Das Einzige, was es ist, man findet nichts, außer natürlich dann Benzin. Okay, und als Sicherheitsleute bitten darum, keine leeren Regale zu fotografieren. Man darf nicht erfahren, wie schlimm es wirklich ist. Äh, so geht's zu, meine Damen und Herren. Deswegen, meine Empfehlung: Bereiten Sie sich auf alle möglichen Geschichten vor, meine Damen und Herren. Äh, Sie wissen nicht, was kommt. Wir Deutschen haften jetzt für Gesamteuropa und die Kanzlerin will schon die Europäische Union und die in den europäischen Wirtschaftsraum anketten oder zusammenketten mit der Eurasischen Wirtschaftsunion. Also ein himmelschreiender Unfug, der uns noch alles kosten kann, was wir haben. Unglaublich, was hier passiert, meine Damen und Herren. Was für ein. Unfug hier debattiert wird uh, in davos hier haben wir Fokus uh, Fokusmagazin Wirtschaftsraum mit Russland endlich Chefsache die deutsche Wirtschaft sieht diesen Vorstoß positiv wir dürfen nicht zusehen wie Europa in einen neuen kalten Krieg gegen Russland hineinrutscht es ist gut dass das Thema gemeinsamer Wirtschaftsraum zwischen EU und Russland also europäische Union und uh, Eurasische Union. Gut, dass das Thema nun Chefsache ist, sagt der Vorsitzende des Ostausschusses der Wirtschaft, Eckhard Kordes oder Kord der deutschen Presseagentur. Ja, und da gab es ja lange Zeit diesen äh, Dr. Klaus Mangold, diesen deutschen Topmanager, und Sie finden die Stories auf Recenter.com, der sich dann stark gemacht hat für diese Wirtschaftsunion. Hier haben wir diesen Typen, Eckhard Kord, Kordes, was auch immer, war Vorstandsvorsitzender der Metro AG, jetzt ist er Aufsichtsratsvorsitzender des Baukonzerns Billfinger SE, also Billfinger ist glaube ich auch vertreten, regelmäßig bei Bilderberg, hier handelt es sich also um jemanden, äh, ja, äh, kind of a big deal, big shot. Äh, damalige Daimler Benz AG, da 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 da, da da, 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 Mitsubishi Motors Corporation. Ihm gehörten Schrem... Äh, da, da, da. Bei der Fusion von Daimler Benz mit Chrysler gehörte er dem kleinen vorbereitenden Kreis an, das später als Schrems Küchenkabinett bekannt geworden ist. Also da war noch jemand dabei von... Goldman Sachs. Außerdem... Äh, hier die Meto AG, Fusionspläne, Karstadt-Insolvenz und so weiter. Vizepräsident des Wirtschaftsrats der CDU. Außerdem Mitglied in den Kontrollgremien der folgenden Unternehmen. CVN Capital, MRM Capital Partners, Billfinger SE... Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft. Hatte Ämter in folgenden Firmen inne. Air Berlin, Aktie, Aktie, Bolaget, Celestio, AG, Deutsche Bahn, AG, Rheinmetall. Okay. Also das eine war die schwedischen Kugellagerfabriken. Uh, ja, also. Big deal, sehr, sehr connected und er will einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit äh, Russland. Dann haben wir hier noch eine Einschätzung. Und zwar: die neue Weltmacht im Osten ist eine Illusion. Russland droht im Westen damit, sich neue Partner zu suchen und um mit ihnen ein eigenes Finanzsystem aufzubauen. Als neuer großer Verbündeter wird oft China genannt, ein Irrtum, wie sich nun zeigt. Hier hat man auch so eine, so eine Statistik: Russland, also eine sehr, sehr miserable Wirtschaft. Das heißt, die BRIC-Allianz wird bröckeln. Brüche und Differenzen sind groß. Die versammelte Management-Elite in Davos räumt insbesondere einer russisch-chinesischen Allianz keine großen Chancen ein. Aus Sicht der internationalen Manager ist das russische Riesenreich ein völlig eigener Kosmos, von außen kaum, außen kaum zu durchschauen. Kein Chinese will privat in Russland investieren. Mhm. Also, das ist wie gesagt ein sehr, sehr wackeliges Imperium, was man hier aufbaut. Trotzdem glauben Leute, da würde es dann das Geld vom Himmel regnen. Wir sind gespannt auf das Wetter. Okay, dann gab es eine interessante, äh, interessante Spur äh, über den Paris-Terror. Und zwar gab es dann einen, äh, einen Rebellenführer in der Ukraine. Also Sie müssen sich das vorstellen. Da haben wir also da haben wir also einen eigentlich prorussischen Rebellenführer in der Ukraine. Jemand, der sich schon ausruft zu irgendeinem Amtsträger, zu irgendeinem Gouverneur von äh, Novorossia oder irgendeinem anderen Territorium dort. Jemand, der quasi bei diesen Eurasiern dabei war und dann gedacht hat, er kommt dann groß raus. Und aus irgendwelchen Gründen, äh, Gründen ist seine Karriere dann abgestürzt und man rechnet nicht mehr damit, dass er irgendwelche großen äh, Brötchen backen wird. Und zwar handelt es sich um diesen Typen hier. Pavel. Gubarev. Das also ist der Typ, dieser gruselig aussehende äh, Typ hier. Also er ist jemand, der... Er ist einer der Wortführer der prorussischen Bewegung in der Ostukraine. Studierte an der Nationalen Universität Donetsk. Studium der Geschichtswissenschaften. Und dann... War mit 19 Jahren schon Mitglied der Neonazi-Organisation Russische Nationale Einheit. Hier geht es also um die also richtige Hardcore-Geschichten. Äh, und dann, äh, auf, äh, letztes Jahr distanzierte er sich in Facebook von der Gruppe, publizierte jedoch weiterhin russisch-imperialistische Tiraden, bezeichnet sich heute als linker Patriot und Anhänger des Panslawismus, also Hardcore. Äh. wurde einer der Wortführer der prorussischen Bewegung, einer der Anführer der Volkswehr des Donbass. Ein rascher Aufstieg war überraschend. Wahrscheinlich entsprechende Verbindungen. Inzwischen ist er Vorsitzender der Partei Neurussland, also Novorossia. Eine Partei, die am 13. Mai von unter anderem Alexander Dugin gegründet wurde, also der chef von den Eurasiern. Er wurde mit seiner Frau auf die Sanktionsliste der EU gesetzt. Er wurde verletzt, liegt seitdem im Koma. Er. Äh, also, er ernannte sich dann. Also er wurde ernannt zum Volksgouverneur. Konkurrierte jedoch mit einem anderen Typen, einem anderen Extremisten: Sergei Taruta. Und Gubarev wurde dann verhaftet. Also er verlor einfach einen Konkurrenzkampf unter diesen Radikalen. Ihm drohten bis zu zehn Jahre Gefängnis. Freilassung wurde dann erwirkt durch Druck. Trat den Hungerstreik an. Am 7. Mai wurde er im Austausch mit den Offizieren des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBO freigelassen. Also, das ist dieser Herr. Uh, er, uh, er soll nun gesagt haben, dass uh, der wichtige uh, tschetschenische Anführer Ramsan Kadyrov, also dieser Typ hier, er ist quasi der Verwalter Tschetscheniens für Russland, kämpfte früher mal Guerillakrieg gegen die Russen, ist dann übergelaufen und seitdem treu, Russland treu, totaler Diktator. Folter- und Mordvorwürfe, rauf und runter. Äh, und gibt sich gerne mit Promis und so weiter. Er äh, ist auch für Ehrenmorde und er ist für quasi diese stramme Linie. Also, Ramsan Kadyrov ist Putins Mann in Tschetschenien. Er verwaltet das Ganze. Er bekam die höchste Auszeichnung oder eine der höchsten Auszeichnungen Held der Russischen Föderation. Kadyrov war im März 2006 Premierminister der russischen Kaukasus-Republik Tschetschenien. Und dieser Typ soll quasi äh, die Finger mit drin haben in dem Paris-Terror. Und das sagt Pavel Gubarev, also dieser äh, Eurasien-Extremist. Und wie gesagt, hier gibt es dann diverse, Zeitungsberichte, diverse äh, ja, Berichte und Gerüchte. Also das Ganze ist... Äh, noch nicht sonderlich noch nicht sonderlich solide, also da gibt es im Moment nichts anderes als ja äh, Behauptungen, angeblich hätte der Mann, hätte dieser äh, dieser Gubarev, hätte er Tonaufnahmen von irgendwelchen Kommunikationen. Äh, Kadirov soll dann quasi dann seine seine Leute, seine ja, äh, Geheimdienste genutzt haben und seine Connections genutzt haben, um diesen Terror anzuschieben in Paris. Interessante Spur, lohnt sich weiter zu verfolgen. Wie gesagt, belegt es noch gar nichts. Allerdings muss man auch in diese Richtung ermitteln, weil die Russen haben hier ein sehr hohes Motiv. Denn die Russen unterstützen sowohl den radikalen Islam äh, und die Russen unterstützen die radikale Rechte, also genau die Gegner der, der, der Islamisten. Russland unterstützt also verschiedene Gruppen und schürt die Spannungen unter anderem in Frankreich. Um die Profiteure sind dann beispielsweise die Front National. Die dann, ja, abräumt. Und die Front National in Frankreich ist ja ein starker Alliierter von Russland. Also so, ja, wie gesagt, so könnte man sich da die Bälle gegenseitig zuspielen. Lohnt sich auf jeden Fall dort weiterhin zu gucken. Und ähm, mal sehen, ob sich da irgendwas erhärtet oder ob es sich hier einfach nur um... Gerüchte handelt. Also, die Amateure da draußen, wie gesagt, jeder völlige Amateur kann sich vor eine Kamera setzen und anfangen, irgendwie so eine Verschwörungstheoretiker zu sein und äh, egal was passiert, einfach sagen: Naja, das wird wohl die NATO gewesen sein, das wird wohl die CIA gewesen sein, egal wo, egal was, es war angeblich immer die CIA. Und solche, äh, ja, <laughs> ziemlich lächerlichen Pseudoanalysten, die äh, reden dann. Viel, wenn der Tag lang ist. Allerdings bringt uns das der Wahrheit keinen sonderlich großen Schritt näher. Dann haben wir hier eine wichtige Meldung, die auch gerne fehlinterpretiert wird. Und zwar das hier. Hier wird dann berichtet, also die Schlagzeilen in den alternativen Medien hießen, ja, Regierung will völlige Straffreiheit für Geheimdienstler. Also völlige Immunität für Geheimdienstler. Das ist erstmal noch nicht. Also, wie gesagt, das ist nicht so einfach. Hier haben wir diverse Zeitungsberichte, eine DTS-Meldung. Regierung bereitet Teilamnestie für Geheimdienste vor. Es geht um Rechtsschutz für Verbindungsleute, also Spitzel und Agentenführer. CSU-Innenpolitiker Stefan Meyer forderte, die Rechtslage klarzustellen, den Sicherheitsbehörden und ihren Mitarbeitern Rechtssicherheit zu geben. Äh. Da gab es ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2011. Damals sahen die Richter keinen Grund, bei einem kriminell gewordenen V-Mann des Bundesnachrichtendienstes von einer Strafe abzusehen. Juristisch ist in einem solchen Fall der V-Mann der Haupttäter, sein Agentenführer der Anstifter. Und dann gab es letztes Jahr eine Expertise von Mitarbeitern des Generalbundesanwalts. Die Experten kamen zum Ergebnis, dass für den V-Mann-Einsatz die gesetzliche Ermächtigung fehle. Die Geheimdienste sorgen sich, dass ihre Mitarbeiter sich Strafe machen. Also im Endeffekt. Ja, diese Problematik ist mir bekannt seit, seit vielen, vielen Jahren. Es ist deutschlandweit nicht einheitlich geregelt und schon gar nicht äh, tatsächlich richtig gründlich überhaupt geregelt, was Spitzel dürfen, beziehungsweise was äh, Agentenführer dürfen oder richtige Agenten dürfen und was nicht. Also. Es gehört nun mal zu dem Handwerkszeug dazu, dass man beispielsweise ja, irgendeine Dschihad-Gruppe infiltriert oder eine Nazi Gruppe infiltriert oder eine Kommunistengruppe infiltriert. Und ähm, der Agent oder der dort angeworbene äh, v und so weiter, äh, die müssen dann natürlich dann weiter agieren in der Gruppe, die man aushorchen will. Die müssen dann beispielsweise ja, extremistische, illegale Statements machen, wir wollen die stalinistische Revolution oder irgend sowas. Wir hängen die Bourgeoisie an den Bäumen auf, oder bei den Nazis, da muss halt dann Volksverhetzung gemacht werden, ansonsten fragen sich die ganzen Leute in der Gruppe, was ist mit dir los? Und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise bei den Dschihad-Gruppen, da muss der V-Mann natürlich weiter schimpfen gegen die Ungläubigen und dass denen alle die Köpfe abgeschnitten werden und so weiter. Also ist doch völlig selbstverständlich, dass eine Straffreiheit existieren muss für solche Geschichten, die da notwendig sind. Also. Volksverhetzung oder irgendwelche illegalen Schriften, die dann produziert werden. Haarig wird es dann, oder genauso wie bei den Ermittlungen im Drogenmilieu, wenn man gegen die Mafia ermittelt wird oder gegen das organisierte Verbrechen generell, nicht nur gegen klassische Mafia, da muss natürlich dann der Agent auch Drogen kaufen und natürlich dann immer mehr kaufen, um dann irgendwann zu der Quelle vorzustoßen. Und natürlich kann man den Agenten, den Polizisten oder was auch immer, äh, dann nicht in den Knast stecken, weil er Drogen gekauft hat. Das ist Teil seiner Ermittlungen gewesen. Äh, erst wenn, und das ist auch vor kurzem wieder passiert, erst wenn dann ein, irgendwie so ein Polizist dann äh, so, eine, so, eine, so zwei Kilogramm Koks abzweigt für sich selber, äh, dann macht er sich strafbar. Das hat mit seinem Fall so äh, nichts zu tun. Er muss das nicht tun, um seinen Fall zu machen, sondern das macht er zur persönlichen Bereicherung. Also man kann. Man kann natürlich, wenn jetzt irgendein wichtiger Agent oder ein wichtiger Spitzel oder sowas, wenn der jetzt irgendein Verfahren am Hals hat, weil er, was ich, ähm, Fahrerflucht begangen hat oder irgendeinen so Scheiß oder seine Freundin schlägt, da gibt es natürlich dann auch immer so einen Spielraum, wo dann die Behörden sagen, okay, da, da gibt es keine Ermittlungsverfahren und so, weil wir brauchen dich äh, als, als Spitzel oder als Agenten. Ähm, das muss allerdings auch Grenzen haben. Wenn also dann quasi dann irgendein so V-Mann. Im Suff seine Frau erschießt oder mit einem Messer ersticht, dann kann man ihm natürlich dann keine Immunität zusagen. Das, das ist nicht so einfach. Äh, dann gab es ja irgendwie diesen einen V-Mann im Umfeld, der der, der sogenannten NSU-Gruppe, der dann irgendwie mit, mit Minderjährigen rumgemacht hat und so. Äh, angeblich, anscheinend, mutmaßlich. Ähm, das ist ja, das hat dann mit dem Fall auch nichts zu tun. Äh, und ähm, da kann man die Leute auch nicht für alles freistellen. Außerdem gibt es eine weitere Problematik, nämlich: Ja, äh, darf eine Gruppe, äh, darf ein Agent oder ein V-Mann eine Terrorzelle quasi anheizen, anstupsen zum Terror? Darf er den Leuten quasi sagen: Hey, ich besorge euch Sprengstoff, wir planen hier irgendwas, wir diskutieren jetzt irgendwelche Anschlagsziele aus und dann wird die Gruppe hochgenommen? es ist schwierig juristisch zu beurteilen wenn quasi der einzige, der wirklich auf die tat gepocht hat, der agent war. auf der anderen seite braucht es dann teilweise auch infiltration, um solche gruppen hochzunehmen und um beweise zu sammeln. das ist ein sehr, sehr schwieriges gebiet. die meisten bürger haben davon nicht die bohne eine ahnung, weil man davon in der schule nichts lernt und äh, weil es an den leuten völlig vorbeigeht. Dann ist die Frage, naja, darf ein V-Mann bzw. darf ein Undercover-Agent, darf er falschen, unechten Sprengstoff liefern? Darf er unechte Zünder liefern? Ja, nein. Äh, darf er echte Zünder liefern? Darf ein Agent echten Sprengstoff liefern? Und so weiter. Ähm, sehr, sehr haarige Geschichte. Es ist wichtig, dass die Leute sich weiterbilden, dass also nicht pauschal gehetzt wird gegen jeden, der, der, der ein verdeckter Ermittler ist. Äh, das ist eine sehr, sehr schwierige und gefährliche Aufgabe. Ähm, je mehr Leute sich über diese The Themen bilden, umso besser können wir auch da natürlich als Bürger dann Kontrolle ausüben oder als Medien Kontrolle darüber ausüben und äh, richtigen Schmutz aufdecken und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eben nicht ja irgendwelchen Wind machen, wo kein Wind äh, gemacht gehört. Das ist wichtig. Äh, es gab immer wieder Fälle, wo dann anscheinend dann Geheimdienste illegale Befehle gegeben haben, haben um ihre Leute die dann gesagt haben, ja, ähm, beteilige dich an Terror, liefere denen echte Waffen für echte Anschläge, dann steigst du wirklich auf in der Organisation. Also dann sanktioniert mehr oder weniger der Staat dann Mord und Terror und so weiter. Und wenn dann jemand in der leitenden Position, also der Führungsagent oder dessen Vorgesetzte, wenn der dann sagt, um Gottes Willen, da würde ich mich nie daran beteiligen, äh, dann müsste dem, dem dem höheren Beamten auch klar sein, naja, wenn ich mich weigere, dann werde ich halt eben versetzt oder gefeuert und die finden einen Nachfolger für mich, der sowas dann macht. Also entscheiden sich viele dafür, in der Position zu bleiben und eventuell natürlich die schlimmsten Sachen zu verhindern, beziehungsweise dann äh, zu versuchen, dass diese Operationen auch, also richtig hart versuchen, dass diese Operationen gelingen. Und das Ganze nicht für die Katz war. Also, außerdem wurde bekannt, dass äh, diese Kouachi-Brüder äh, von diesen Paris-Anschlägen, dass sie dann irgendwie äh, den Selbstmord ihrer Mutter mit ansehen mussten, beziehungsweise das Ergebnis dann ansehen mussten. Ich versuche hier mal eine Story zu finden. Äh, das deutet natürlich dann auch wieder darauf hin, dass sie einfach einen richtigen Dachschaden hatten. Und äh, hier bin wir. Eine Story in der Daily Mail, aber es gibt auch natürlich auch ja, wesentlich seriösere Zeitungen, die die Story hatten. Also so, so, eine Sozial, so ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin enthüllt dann Details über diese beiden Brüder, die Kuachis. Es waren richtig also sweet young boys, richtige nette Jungs und ähm, die mussten dann irgendwie die tot, ihre tote Mutter sehen. Gerieten immer mehr in den Strudel und wurden dann irgendwann so Jihadis, also rannten richtig. In die Persönlichkeitsstörung rein, in die Sektiererei hinein und äh, wir haben jetzt das Ergebnis. Die wurden sogar ins Euro-Disneyland mitgenommen und. Äh, äh, also die beiden fanden die Leiche ihrer Mutter. Die Jungs waren 10 und 12 Jahre alt. Laut einem, einer Sozialarbeiterin. Fanden mit 10 und 12 Jahren Alter ihre Tote. Mutter. Und der Vater war sowieso irgendwo anders oder war gar nicht da und. Äh, also nur Problemfaktoren, nur Problemfaktoren und im Endeffekt wurde, versuchten sie es dann irgendwie, äh, Rapstar zu werden, Künstler zu sein und, damit, und Gangster zu sein. Damit sind sie gescheitert und dann blieb halt noch, ja, der religiöse Fanatiker und der Serienkiller und. Sie wurden dann anscheinend beides. Das hier. Auch eine, eine wichtige Sache, die man beachten muss. Die, die persönliche Geschichte von diesen Leuten. Um einen solchen Fall einzuschätzen. Okay, wir haben. Wir haben rund 20 nach 8, hier live, hier am 26. Januar 2015 ich bin in meinem Material ziemlich weit durch. Ich glaube ich, noch sehr viel Material übrig von der letzten, von der letzten Sendung, zu dem wir gar nicht gekommen sind. Da gibt es sehr, sehr viel noch. Und äh, hier noch ein paar Informationen. Und zwar geht es um äh, die russische Propaganda bzw. den Fall von dem abgeschossenen, wahrscheinlich abgeschossenen Flug MH 17. Hier von stopfake.org, wie russischen, russische Propaganda sich online verbreitet. Also, da wird dann also eine völlig erfundene oder fast erfundene Sache, ein winziger, winziger Störfall in einem Kernkraftwerk in der Ukraine. Also, da ist irgendein Teil kaputt und das wird ersetzt und so, dass es überhaupt nichts Dramatisches. Das wird dann aufgeblasen von irgendwelchen mysteriösen Fake-Twitter-Accounts. Dann berichten russische Medien darüber in, in Englisch und dann kommt das auf einmal dann in den alternativen Blogs Zero Hedge und Global Research, also diese, also Global Research ist total Putin freundlich und so total extrem und auf diesem Eurasien Kurs und so und das wird dann auch total aufgeblasen. Hier von Bellingcat, hier ist ein Faktencheck über diese Pressekonferenz der des russischen Verteidigungsministeriums über das Flugzeug MH17, das über der Ukraine runter ist, vermutlich abgeschossen wurde. Äh, hier beteiligen sich Leute also daran, äh, diesen blödsinnigen Senf des russischen Verteidigungsministeriums zu widerlegen. Wir haben, da will ich gar nicht jetzt näher darauf eingehen, wir haben das auch schon äh, deutlich gemacht. Hier beispielsweise ging es dann äh, um das Video von dieser Buk-Rakete, die dann weggebracht wird und äh, die Kremlin-Anhänger haben dann gesagt, ja, aber das ist, das, ist, das ist keine. Die Aufnahme stammt nicht aus dem Osten der Ukraine, sondern eher aus dem Zentrum der Ukraine, weil dieses Autovertretungs-Werbeschild hier zu sehen ist. Und diese Autovertretung gäbe es irgendwie gar nicht im Osten. Das, also da wird jede dumme Ausrede hergenommen, die dann widerlegt wird, einfach um die kreml zu halten. Das ist unglaublich, was da passiert, meine Damen und Herren. Also die es gibt mehrere quellen für idiotische verschwörungstheorien und für verlogene verschwörungstheorien und eine der hauptquellen ist russland. die russen machen alles kaputt. also wenn sie da draußen meine damen und herren glauben, dass sonderlich viel aufgebaut wurde hier in deutschland oder in, in generell in europa im westen, äh, dass nach 9-11 großartig viele alternative medien aufgebaut wurden, das können sie alles vergessen, meine damen und herren. Äh, das ist alles kaputt gemacht worden durch, ja, durch völlige Amateure, durch Leute, die einen Dachschaden haben und durch die Russen. Die haben alles kaputt gemacht. Es ist. Äh, dieses ganze alternative Verschwörungsding ist ein absolutes Stigma. Das hat null Glaubwürdigkeit mehr. Und, ähm, wie gesagt, das hält allen hauptsächlich nur noch zurück. Man erreicht nur noch äh, quasi nur das gleiche, immer gleiche Klientel, Leute, die sowieso alles glauben. Und ähm, ja, und äh, diese, wie gesagt, dieses, dieses Fiasko, das uns die Russen hier eingeschenkt haben und natürlich dann diese Nachplapperer eingeschenkt haben. Äh, das Fiasko dürfen wir jetzt ausbaden. Äh, die lachenden Dritten sind natürlich dann einflussreiche Leute im Westen, die dann keine richtige Medienopposition mehr haben. Also die Establishment-Medien, die Massenmedien sagen sowieso alles, was das Establishment hier hören will, und die alternativen Medien sagen das, was Putin hören will. Also völliges Desaster. Wir sind glücklicherweise unabhängig und das seit 10 Jahren. Jetzt im Februar haben wir unser 10-jähriges, keine Ahnung, ob wieder irgendwas, irgendwas Größeres treiben zum Jubiläum. Also es gibt immer wieder Leute, vor allem unsere Kunden, die dann sagen, ich höre euch seit oder ich höre dich seit 2006 oder 2007 oder Leute sagen, hey, ich habe noch die erste Sendung 2006 gehört und so weiter. Das ist natürlich dann schon ziemlich, ziemlich krass und so ein, ja, so ein halbes also das ist ein Jahr, fast vorher habe ich dann eigentlich angefangen mit, äh, äh, mit Medien. Also wirklich tatsächlich zehn Jahre. Seit <laughs> zehn Jahren mache ich das Ganze und ähm, das äh, bringt natürlich eine gewisse Erfahrung mit. Auf der anderen Seite, wir brauchen natürlich mehr Ressourcen. Wir hätten gerne eine größere Redaktion, wir hätten gerne äh, fünf Sendungen in der woche wir hätten gerne durch die möglichkeit auch mehrere verschiedene sendungen zu machen die regelmäßig erscheinen wir würden gerne vor ort berichten mehr würden auch gerne nach der fliegen oder sonst wohin fliegen und diversen fällen richtig hinterhergehen allerdings kostet das ein vermögen medien sind teuer und die umsonstmentalität im netz ist natürlich dann etwas was auch jede professionalität im keim erstickt bei uns ist es so, wir finanzieren uns durch den Recenter Shop, durch unser Publikum und äh, können dann eben äh, von den ja, bescheidenen Gewinnen etwas abzweigen und beschenken, verschenken dadurch Medien. Das ist unser Modell äh, und dieses Modell machen wir seit äh, ja, praktisch zehn Jahren. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, wir ackern uns ab äh, wie die Verrückten und äh, haben jetzt im. Äh, Vergangen im äh, September, also im September 2014 und unser zweites Kind auch noch. Also, wir haben alle Hände voll zu tun. Wenn Sie mehr sehen möchten, dann und unterstützen Sie uns mit Ihrem Einkauf im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Die Adresse ist shop.recenter.com. Viele neue Sachen und äh, äh, vieles, vieles Nützliches. Wir sehen auch natürlich dann jetzt bald wieder auf der IVA-Messe die äh, neuesten Artikel, die dieses Jahr rauskommen. Denn im Laufe des Jahres dann bei uns. Äh, zu erwerben sind. Wir haben sehr gute Beziehungen zu den ganzen äh, Herstellern und so weiter. Äh, wollen auch mehr und mehr Artikel zeigen. Das ist auch so eine Idee, dass wir einfach immer mehr und mehr Produktvideos haben, dass sie dann quasi dann shoppen können, als seien Sie hier. Sie können auch natürlich hierher kommen. Äh, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an shop.recenter.com. Oder nutzen Sie das Kontaktformular, wo wir Ihnen einfach den Artikel mal kurz zeigen, kurz vorstellen. Das ist einfach wesentlich besser, als wenn Sie hier nur die, die Fotos sehen und die Beschreibung lesen. Äh, beziehungsweise halt so ein Review irgendwie sehen in Englisch und so weiter. Aber die Sprachbarriere ist dann teilweise relativ hoch, vor allem wenn die Leute einen Akzent haben. Da möchten wir natürlich dann auch mehr bringen, mehr bieten unseren Kunden. Äh, dementsprechend, das ist auch so eine Geschichte, die wir äh, gerade vorbereiten. Also. Das war's von mir von heute, meine Damen und Herren. Wir sind zurück am Donnerstag um 19 Uhr. Die Sendezeiten sind Montag und Donnerstag 19 Uhr. Finden die Aufzeichnungen gleich im Anschluss an die Live-Übertragung auf recenter.com Finden natürlich dann im Laufe des morgigen Tages weitere Aufzeichnungen wie die MP3-Datei zum Mitnehmen oder YouTube. Das alles wie gewohnt. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und natürlich mit allem. Um, viel, viel, viel Glück.